Ja, hallo Freunde, willkommen zum Sonntagsvideo mit dem durchtrainiertesten Clasher der Welt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erholung und ein bisschen Aufregung mit dem Content. Also würde ich sagen, packen wir's, Attacke. Hallo Freunde! Oh, ist nicht richtig offen. Scheiße. Ich trinke auf euch. Cheers! Einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, ihr hattet bisher ein geiles Wochenende. Darauf trinken wir. So, Clash of Clans. Wichtig und richtig. Und guckt euch mal diese Form an, Bruder. Da bist du behindert, Alter. So, Freunde. Wir gucken uns hier gleich ein paar Replays an. Heute machen wir wirklich was ganz Entspanntes, ja. Und ich habe euch ja gesagt, der Christian, der wird Hydra spielen. Ich habe es ihm befohlen und er hat es gemacht. Da schauen wir jetzt als allererstes rein. Ja? Da machen wir einen Live-Angriff danach. Kriegslock. Wir haben übrigens gewonnen. Ja? 31 Wins haben wir jetzt. Wieder 99. Also die Prozente sind, die sprechen Bände. Die sprechen Bände. So, jetzt muss ich erstmal den Dulli hier finden. Ja. Achso, bin ich ein Dulli? Ich hab bei mir geguckt im Team. Das kannst du dir nicht ausdenken. Scheiße. Oh Mann. Ich bin schon richtig offen. Das war ich, ja. Ich habe auch 3 geholt. Fantastisch. Christian 3 war es. Der muss ich mal schnell schauen jetzt, ja. Jawohl! Gucken wir uns den Dulli mal an. Ja, der kann wirklich alles spielen. Ich habe gehofft, der verkackt es, aber ja, das hat er schon mal gut gemacht. Das muss man ihm lassen. Ja, das ist ein geiler Blimp gewesen. Der kam direkt aus der Hölle. Jetzt gucken wir mal, wie viel der hier rausragen kann. Ja, Single ist schon mal weg. 2, 3, 4 und ja, schießt da noch gut. Schießt gut. Kriegt er den Monolith? Alter, er kriegt richtig viel raus. 22%, ganz, ganz wichtige Gebäude rausgeschossen. Ja, schießt jetzt hier nochmal die gegnerischen Clan-Truppen an. X-Bogen sind alles, ist alles angeschossen. Ist nicht verkehrt. Klamburg hat er komplett selber rausgeschossen. Jetzt hat er da noch gekriegt. Also ihr seht hier fast 30% rausgeholt. Man muss es sagen, die Base lässt es aber auch richtig geil zu. Ja, und jetzt wird hier reingejodelt. Jetzt kommt der Jodelprinz höchstpersönlich, ja. Ja, wenn du einen CR7 in deinem Team hast, dann lässt du ihn auch spielen, ist doch klar. Dass er hier... Oh Mann, ich hätte mir so gewünscht, dass das nicht so funktioniert hätte. Romano, da muss er erstmal, da hat er Arschflattern bekommen, da muss er erstmal den Warden zünden. Ja, kann man ja mal machen. Jetzt stirbt noch dieser eine Single. Der könnte noch ein wenig nervig werden, aber jetzt schauen wir mal, was wird. Ein Freeze hat er ja auch noch offen, also ich glaube, wenn er den gleich noch random setzt, dann sollte das hier eigentlich nicht mehr anbrennen. Klar, die kann er ja auch noch zünden, Königin ja auch noch. Also hier brennt, glaube ich, nichts mehr an. Hier nochmal einen schönen Freeze gesetzt, der Truppen drehen ein. Wichtig, dass das passiert. Klar, die kann er jetzt zünden. Tut er das noch? Nee, tut er nicht mehr. Doch, hat er jetzt sogar noch gemacht. Speer fliegt, geil, 100%. Schön, da haben wir es mal gesehen, den Christian auf einer Hydra. Du bist ein Kacknolli. Ja, passt. Hat er gut gemacht, muss man einfach was zu sagen. Ich habe gestern so viel Pech gehabt. Ich habe gestern einen Disconnect gehabt. Sehr, sehr geil. Und dann guckt mal, 98%, 91%, 99%, 97%. Und hier habe ich verkackt. Also einen habe ich selber verkackt. Die anderen waren richtig, richtig close. Aber ansonsten von den Prozenten, ihr seht, die Hydra wird stärker, ich werde auch besser langsam. Das passt. Und den letzten musste ich natürlich noch mit 40% versehen. Würde ich sagen, gucken wir mal Hydra auf die 1. Let's go, Freunde. Gehen wir rein hier. Und wir kriegen einen Rathaus 16er mit einer Boxbase, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Sollte das zumindest eine sein. Wir haben hier Doppelgift. Das mag die Strategie überhaupt nicht. Wirklich kein Millimeter mag die Strategie das. Aber da kannst du jetzt auch aktuell nicht so viel machen. Jetzt ist die Überlegung, welchen Hasen wir hier spielen. Und ob wir einfach nur kurz random hier... Ah, es wird Risiko. Es ist, mit Doppelgift ist es sowieso immer Risiko. Es ist, da kannst du einfach nichts machen. Wir spielen den hier rein ohne Schutz, ohne alles.
und setzen den jetzt hier schnellstmöglich hin, ohne den Gift zu aktivieren. 2, 3, 4 und hoffen und beten. 2, 3, 4 und haben das Rathaus noch gekriegt. Perfekt. Mehr wollten wir jetzt eigentlich hier schon gar nicht mehr haben. Ich höre jetzt hier auch auf, Unsichtbarkeit zu setzen. Und lasse jetzt einfach nur wirken die anderen Unsichtbarkeitszauber, die nehme ich für, natürlich für meine anderen Truppen. Ja, weil das ist mir in dem Moment jetzt gerade ein wenig alle wichtiger. So, wir spielen hier den König lang und die Königin soll da so ein bisschen mit reinschießen, auf die Seite das alles machen. Die Gladi spielen wir gleich hier rein und dann gucken wir mal, was wir hier so reißen können. Wir sehen hier schon einige Tesla, die kommen. Ja, das passt alles. Da spielen wir jetzt rein, hier den Superdrachen. Den wollen wir in jedem Fall mal erwängele. Wir wollen hier zünden. Das wollen wir in jedem Fall machen. Dass wir schnellstmöglich durch diesen Superdrachen durchpimmeln. Ja, das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass das passiert. Und wir haben ihn auch rausgekriegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder richtig sehe hier, das ganze Spektakel. Der König pimmelt jetzt hier oben schon mal rum. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Hier geben wir jetzt mal Unsichtbarkeit rein. Dann kriegen wir nämlich hier da mal was raus, da zünden wir mal ein bisschen was, hier zünden wir mal ein bisschen was. Ja, hier geben wir jetzt mal ein bisschen Unsichtbarkeitszauber rein, dann sollte das funktionieren. Ja, jetzt haben wir ja schon gut Punkte gesammelt hier, jetzt wäre es halt noch wichtig, den Single da rauszukriegen und die Eagle Death. Wenn wir das hingekriegt haben, Freunde, und den Monolithen, dann wäre es Knorke. Aber da ist der Damage dann, glaube ich, am Ende des Tages doch ein bisschen zu hoch. Ja, das hat nicht ganz funktioniert. Also ihr seht hier, es sind wieder 92%. Die schweren Basen, die kommen gerade. Und ich finde es gut, dass die kommen. Die stellen mich immer wieder vor so krassen Herausforderungen. Und wir können es ja eigentlich noch schaffen, wenn wir ehrlich sind. Ja, jetzt sind wir hier. Wir haben ja noch die Truppenstärke. Ja? Wenn wir den Monolithen jetzt rausnehmen und dann den Single rausnehmen, dann können wir es sogar noch hinkriegen. Oh, dicke Hits sind das. Ganz, ganz dicke Hits. Komm, Warden, reiß dich! So, und jetzt muss der Warden halt noch die drei Gebäude holen. Jetzt müssen wir gucken, schafft er das noch in diesen paar Sekunden? Halbe Minute hat er noch, der Luftfeger. Oh, dicke Hits. 99%. Und gestern war es die ganze Zeit so. Guck dir die dicken Hits an und der wird das nicht mehr hinkriegen, oder? Der wird er sich wirklich die Butter vom Brot nehmen lassen. Es bleibt spannend. Oh, Warden, komm. Ein Schuss, noch ein Schuss. Ja! 3-Star. Och, so eng war das gerade. So eng. Da hat nichts mehr zwischengepasst. Ganz, ganz schwierige Base. Doppelgift und trotzdem den 3-Star geholt. Das natürlich schon. Das ist clever gewesen, ja. Das war nicht verkehrt gespielt. Ganz, ganz schwierig, da die Hydra zu spielen. Wirklich, muss man ehrlich sagen, dass das so funktioniert, ist rotzfrech, ja. Aber es ist meine, der Dulli, ja, der Bischof persönlich, der macht das hier. Freunde, es geht weiter. Wir bilden natürlich gleich wieder unsere Dullis aus. Jetzt gucken wir uns aber noch was an hier. Wir haben jetzt mal angefragt. Hier werden wir gleich nachher mal ein bisschen spenden. Swirker. Swirker hat er hier angefragt, sonst hätte ich direkt zurückgegeben. Ja, jetzt gucken wir uns mal das Ganze hier an. Was hat denn der Soniax hier probiert? Da wollen wir natürlich auch mal reinschauen. Denn wir wollen natürlich hier gucken, wie trainieren die anderen. Es ist bald wieder CWL. Morgen gehen die Clanspiele los. Und wir wollen uns natürlich vorbereiten auf den ganzen Hasen hier. Freundschaftsspiel ergreift sich selbst an, okay. Hier werden wahrscheinlich, ja, so eine ähnliche Base hatten wir ja auch gerade. Ja. Die Boxbasen, die sind momentan so richtig, richtig in bei den Leuten. Und jetzt schauen wir mal, er spielt hier Wurzeldullis. Bin ich mal gespannt, was das wird. Queenwalk, der läuft auf jeden Fall rein. Gut, den Unsichtbarkeitszauber, den hätte er jetzt wahrscheinlich noch nicht gebraucht, oder? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Gehe ich jetzt nicht davon aus, dass der jetzt wichtig war. Die Königin hätte das gut weggetankt, weil er hatte schon eine starke Königin. Ja, jetzt geht es halt eher darum, ja, schön aufgemacht hier. Aber ist nicht das Ziel, dass du eigentlich jetzt Richtung Rathaus kommst und Richtung Monolith? Das willst du doch eigentlich rausnehmen. Ja, der hat die Helden nochmal. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, dicke Hits. Dicke Hits vom Monolithen. Ganz, ganz dicke Hits. Der Unsichtbarkeitszauber war jetzt gut, weil jetzt geht die Königin, die dreht jetzt da ein. Und das ist ja das, was du haben willst. Oh, das sind ganz, ganz dicke Dinger. Guck dir das an. Uff. Junge, Junge, Junge. Da ist ganz, ganz dicker Damage zugegen.
Da hätte ich Eier flattern bekommen. Ich glaube, meine Queen wäre gestorben. Insta. Meine Queen wäre instant gestorben. Ja. Okay, also ich weiß, was er hier macht. Er will jetzt hier unbedingt den Monolithen auch noch durchbrechen, aber ich weiß nicht, ob die Königin so stark genug ist und das schafft. Die ist, glaube ich, schon draußen, oder? Nee, noch nicht. Oh, wichtiger, ganz wichtiger Freeze hier. Dass er hier auch noch die gegnerische Königin freest. Oh, jetzt hat die Eagle Death hat's gemacht. Die Eagle Death hat sie rausgeschossen. Und das hat natürlich dann das Schicksal der ganzen Truppe besiegelt. Weil Christian sagt immer, die Queen darf nie sterben bei einem Queen Charge. So, Freunde, wir sind voll. Wollen wir noch einen machen, oder? Machen wir noch einen. Let's go, Freunde. Es geht rund hier. Attacke. Hydra at its best heute wieder. Vom Allerfeinsten. So. Und wieder. Im Prinzip greifen wir jetzt die gleiche Base an, die er gerade angegriffen hat. So. Kannst du dir nicht ausdenken. Und zwar möchten wir jetzt hier was ganz Wildes machen. Ich sehe hier, wenn ich hier mein Blimp hier in den Kasten reinkriege, zu den Monolithen und so, habe ich hier so viele Dinge, die ich rausschießen kann. Ja. Aber das muss halt funktionieren. So, und wir gucken jetzt mal, wie gut das funktioniert, Freunde. 2, 3 und ab dafür. Fantastisch! Jetzt kommt gleich der Monolith, da müssen wir aufpassen. Batz und 1 und 2 und 3 und 4 und dicke Hits. 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ja, der Monolith muss raus. 3, 4 und wir müssen natürlich die ganzen, den Single müssen wir rausschießen. Perfekt, ja, wichtig. Wichtig, dass wir hier die dicken Hits raushauen. Ja, jetzt haben wir da den Scattershot leider nicht bekommen. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen stressig, sage ich mal. Aber wenn wir da drüben noch die Luftabwehr rausschießen, ist es, glaube ich, auch völlig fein. Völlig, völlig gut. Jetzt pimmeln wir von der Seite aus rein. Pass auf, Freunde, wir machen das jetzt hier ganz wild. Von hier aus schießen wir hier und von da aus kommen wir mit der Gladi. Dann kriegen wir da die Luftabwehr und die Königin, die nehmen wir jetzt raus mit unserer Hydra. Und zwar freezen wir die einfach kurz und lassen mal wirken das Ganze. Und jetzt zünden wir das Ganze gleich instant. Ja, weil jetzt geht es da nämlich richtig rund. Warum jetzt hier der König erstmal eine Ehrenrunde läuft und nicht die Luftabwehr rausnimmt, ist mir gerade ein Rätsel, muss ich euch ehrlich sagen. Jetzt haben wir hier dicke Hits ausgeteilt. Und jetzt soll das Ganze perfekt. Jetzt geht das Ganze Richtung Rathaus, ja. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das Ganze jetzt hier schnellstmöglich hinkriegen. Zünden den König hier drinnen. Der läuft natürlich außen rum, weil da natürlich ein Invis war. Das ist natürlich nicht so geil. Was jetzt hier wiederum gut ist, dass jetzt die Truppen hier Gott sei Dank eingedreht haben. Ja, perfekto, Freunde. Wichtig, wichtig und richtig, dass das hier passiert. Da haben wir jetzt natürlich den ganzen Kern gut rausgeschossen. Und jetzt müssen die da mal aus dem Gift raus und den Scattershot noch rausnehmen. Das wäre noch gar nicht so unwichtig. Aber der Warden, der hat auch dicke Hits bekommen. Scheißen Dreck. Das könnte jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schwierig werden am Ende des Tages. Ja, der König, der wird es nicht wegtanken. Ich weiß gar nicht, wo der da hinläuft. Der will da die Gladi rausnehmen. Jetzt haben wir noch ein großes Problem. Und das ist der Scattershot und die Gladi. Wenn die Königin es schafft und wir können sie noch zünden, dann haben wir natürlich gute Karten. Ja, aber dazu muss die Königin Dinge tun, die eine Königin macht. Sie muss performen jetzt. Komm, schieß den raus, den Dulli. Ja, dicke Hits, ganz dicke Hits, ganz dicke Hits. Jetzt müssen wir zünden, weil sonst verreckt mir die Königin. Komm, nimm den Scattershot raus. Wichtig. Oh nein, sie nimmt den Scattershot nicht raus. Uff. Ganz, ganz enge Kiste. Ganz, ganz enge Kiste. Und wieder 94%. Ihr seht immer, worauf. Das sind jetzt die ganz schwierigen Basen, die hier kommen. Da brauche ich noch so ein bisschen so Feingefühl. Aber das wird. Ist nicht weiter tragisch. So, mein Loot ist voll. Das ist geil. Freunde, und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt hier mit ins Wochenende. Genießt es. Hier gibt es natürlich noch Angebote, die können wir uns anschauen. Ja, Rathaus 16 Angebote, hier so ein Quatsch. Königin sieht gut aus, aber ist mir ein bisschen zu teuer. Empfehle ich keinen, also no front jetzt an Supercell oder so, aber 12 Euro für so ein Skin, schon ein bisschen hart. Also ja, da kriegst du einen Goldpass für die Hälfte. Ist halt so. Ja, das dazu, meine lieben Damen und Herren. Und ja, ich würde sagen, melde ich mich ab. Clash of, ihr Lieben, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.
Kommt gut in die neue Woche, startet gut rein, entspannt euch und natürlich, ich trinke auf euch, weil ich euch liebe, ist doch klar. Cheers.